Also von vorn. Vorstellung. Edgy Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan. Tja, der kleine Affe, der steht jetzt neben mir und vertont mit mir das Video. Vielen Dank, Matti. Ich hab dich auch lieb. Ja, aber was ich auch sehr lieb habe, ist Far Cry 4. Denn das Spiel ist vom Umfang her echt gigantisch, bietet viel Abwechslung und ist auch echt schön inszeniert. Ja, so wie ich. Auch, ja, so ähnlich. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ja, und da haben wir auch viele Explosionen und vom Gameplay her, ich finde das Shooter-Gameplay in der Serie schon seit jeher richtig gut. Mhm. Wieder mal vom Waffenfeeling her, von all dem her, passt mir das alles. Und auch jetzt diese neue Kulisse, das heißt, wir sind in den Himalayas unterwegs. Ist auch sehr schön, sehr andersartig als im Vorgänger noch diese Tropenwelt. Sieht auch ziemlich gut aus. Also ist jetzt nicht ganz so schön wie PC Far Cry 3 auf Ultra, aber sieht schon richtig nice aus. Eben, und man kann jetzt auch mit diesem Gyrokopter dann diese Welt erkunden. Bisschen ruhiger, das finde ich auch sehr nett. Mhm. Also es gibt in dem Sinne viele ruhige Momente, wenn man das denn so genießen möchte. Oder dann auch sehr viel Action, wie man jetzt hier so sieht. Ach ja, während dem Fahren zielen, immer wieder schön. Ja, wobei das jetzt im neuen Teil einfacher von der Hand geht, nämlich man kann seine automatische Steuerung einschalten. Hilft echt. Mhm. Aber manchmal, es gibt viele nervige Situationen im Spiel. Man ist auf dem Weg wie hier zu einer Mission und wird von seiner Patrouille überfallen. Und naja, ich habe in diesem Moment zum Beispiel es dann nicht mehr überlebt. Kann passieren, ja. Ja. Und was neu, komplett neu im Spiel ist, sind Festungsmissionen. Man kannte zwar vom Vorgänger her solche Lagermissionen, so Außenposten auseinandernehmen, die gibt es dann auch noch. Aber es gibt insgesamt 4 große Festungen im Spiel. Das sind so ja Außenposten Ultra in dem Sinne. Da sind deutlich mehr Wachen drin, aber Ziel ist wieder ähnlich. Man muss einfach nur alle Soldaten ausschalten. Ja, aber ich hatte ja in der Vorschau-Version schon so eine Festungsmission gespielt. Schien mir ganz knackig zu sein eigentlich. Ist auch sehr knackig. Also entweder macht man das im Koop-Modus, das ist auch eine neue Sache im Spiel. Man kann zu zweit eben Nebenmissionen, wie eben diese Festungsmission, erledigen. Mhm. Dann geht es einigermaßen alleine, allerhöchstens so, dass man in der Kampagne vorangeschritten ist. Dann werden die Festungsmissionen, wenn man bestimmte Aufträge erledigt hat, dann einfacher. Okay. Aber trotzdem, also ich sterbe da meistens so 15 Mal, bis ich eine Festung eingenommen habe. Ja gut, aber man kann ja sich auch immer so ein bisschen einen Plan zurechtlegen bei Far Cry. Das fand ich schon beim Vorgänger sehr schön, dass man taktisch agieren konnte. Schleiche ich jetzt, stürme ich rein. Und es spielt sich auch alles sehr geschmeidig dann. Absolut. Wo man nicht so einen richtigen Plan entwerfen kann, machen kann, ist in den Shangri-La-Missionen. Die sind einfach nur abgedreht. Da erfährt man mehr über die Mythen dieser Fantasiewelt Hyrat. Wie man schon sieht, einfach nur, komisch. Drogenrausch. Ein bisschen, ja. Bettet sich das denn vernünftig in die Story ein? Einigermaßen schon. Also es ist ja, man ist so in einer Art, so ein Land wie Tibet unterwegs. Hm. Und ja, da passen noch so solche Mythen dann ganz gut rein. Okay. Und Hauptmissionen sind auch wieder sehr abwechslungsreich und auch von den Umgebungen her sehr anders, dass man gut und gerne 40 Stunden mit dem Spiel verbringt. Wir haben bislang nur 15 Stunden spielen können, deshalb können wir jetzt noch nicht endgültig sagen, wie gut Far Cry 4 wirklich geworden ist. Ja. Aber unser Ersteindruck, also mein Ersteindruck, ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Nichts für ungut, Junge. Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, überwacht Jumas archäologische Grabung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Tellerwaschen zuständig. Einfach jeden umlegen. Das ist wirklich amerikanisch. Ja, passt.